Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und sage nochmal ganz herzlichen Dankeschön, ein herzliches Dankeschön dafür. Petersberger Klimadialog feiert jetzt schon seinen 10. Geburtstag und gemeinsam mit meiner Co-Vorsitzenden, der chilenischen Umweltministerin Carolina Schmidt, möchte ich Sie alle ganz herzlich zu diesem kleinen Jubiläum hier in Berlin begrüßen. Es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich dieses Treffen zwischen den großen Klimakonferenzen einmal etablieren würde. Wer damals auf dem Bonner Petersberg dabei war, kurz nach dem Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen, der wird sich vielleicht daran erinnern. In Kopenhagen war es nicht gelungen, ein universales Abkommen zum Schutz des Klimas zu verabschieden. Das war vielleicht die größte Niederlage im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. Doch es wurde Mut bewiesen. Das Signal, das vom ersten Petersberger Klimadialog 2010 ausging, lautete: Das Scheitern von Kopenhagen ist nicht das letzte Wort. Bis heute hat der Petersberger Klimadialog dazu beigetragen, Vertrauen zu bilden und Raum für konstruktive Diskussionen zu schaffen. Die Treffen haben so die großen Schritte, die großen Entscheidungen mit vorbereitet. Das Übereinkommen von Paris im Jahr 2015 ist einer dieser ganz großen Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung. Damit sind wir heute in einer gänzlich anderen Situation, als unsere Kolleginnen und Kollegen es im Jahre 2010 waren. Wir haben nun ein internationales Klimaabkommen, das alle Länder zum Klimaschutz verpflichtet. Nach 10 Jahren können wir sagen, dass wir nicht untätig waren. Damit meine ich nicht nur das Pariser Abkommen. Viele Länder haben massiv in zukunftsträchtige Technologien investiert. Die Kosten für erneuerbare Energien sind rapide gesunken. Von 2009 bis 2017 sind zum Beispiel die Kosten für Photovoltaikanlagen um über 70% zurückgegangen. Inzwischen sind sie zunehmend günstiger als fossile Energien. Das ist ein bedeutender Fortschritt und stärkt die Hoffnung, dass unsere Generation ihrer Verantwortung doch nachkommt und den Klimawandel noch aufhält. Auf der ganzen Welt und auch hier vor der Tür protestieren immer wieder Schülerinnen und Schüler dagegen, wie wir Älteren mit der Zukunft umgehen. Wir sind ihnen konkrete Lösungen und damit eine entschlossene Klimaschutzpolitik schuldig. Und dafür soll dieser 10. Petersberger Klimadialog ein Zeichen setzen. Meine Damen und Herren, zurzeit steigen die Emissionen global immer noch an. Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, diesen Trend jetzt endlich umzukehren. Mit den Detailregelungen zum Übereinkommen von Paris gibt es dafür seit der letzten Klimakonferenz ein festes internationales Rahmenwerk. Es ist uns in Katowice aber leider noch nicht gelungen, klare Regeln für die Nutzung von internationalen Marktmechanismen zu verabschieden. Dies können wir jetzt im Dezember bei der COP25 in Santiago nachholen. Es darf keine Doppelzählungen geben, indem auf dem Papier Emissionsreduktionen erscheinen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Das Klima, das lässt sich nicht durch Rechentricks schützen. Doch die internationalen Regeln stehen weitgehend fest und nun beginnt eine neue Phase der internationalen Klimapolitik. In Zukunft muss der Fokus auf der konsequenten Umsetzung von Klimaschutz und auf der Zusammenarbeit liegen. Dafür steht das Motto dieses Klimadialogs: Es wird Zeit, dass wir das Versprechen von Paris jetzt auch einlösen. Das bedeutet auch, dass die nationalen Klimaschutzziele verbessert werden müssen, denn bisher steuern wir global auf eine Erwärmung von über 3 Grad zu. Das Jahr 2020 ist dafür ein ganz entscheidender Moment, denn dann müssen die NDCs aktualisiert werden. Der Klimagipfel im September in New York wird ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sein. Deutschland
hat zugesagt, die öffentlichen Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln von 2015 bis 2020 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Dieses Ziel werden wir auch erreichen. In diesem Kontext werden wir auch den deutschen Beitrag zum Green Climate Fund im Vergleich zur ersten Auffüllungsrunde verdoppeln. Es wäre ein großartiger Fortschritt, wenn dieses Beispiel Schule machen würde und viele Länder zum Nachmachen motiviert. Vor fast 3 Jahren haben wir gemeinsam die NDC-Partnerschaft aus der Taufe gehoben. Zusammen können wir Länder unterstützen, die ihre Klimaschutzpläne weiterentwickeln wollen. Im Rahmen der internationalen Klimaschutzinitiative hat Deutschland rund 5 Millionen Euro dafür vorgesehen. Und wir freuen uns darauf, auf ambitionierte Partner in diesem Prozess. Vom 12. bis 14. Juni treffen sich hier in Berlin 350 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zum Erfahrungsaustausch über die Umsetzung und Fortschreibung der NDCs. Patricia Espinosa wird ebenfalls dabei sein und das Thema Ambition wird wieder eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch in der EU muss darüber nachgedacht werden, ob das NDC wirklich ausreichend ist. Und dabei ist es wichtig, die langfristig notwendigen Emissionsreduktionen im Blick zu haben. Wir brauchen Planungssicherheit, damit Strukturbrüche vermieden werden und Gesellschaft und Wirtschaft wirklich Zeit haben, sich auf die Veränderungen auch einzustellen. Und daher begrüße ich es sehr, dass zurzeit an einer EU-Langfriststrategie gearbeitet wird. Kolleginnen und Kollegen, beim letzten Petersberger Klimadialog und auch in Katowice haben wir viel darüber gesprochen, wie Strukturbrüche vermieden werden können. Und das Stichwort lautete Just Transition. Sie wissen, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine Kommission eingesetzt hat, die Vorschläge für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland und ein konkretes Ausstiegsdatum erarbeiten sollte. Und gleichzeitig sollte sie den Ausstieg mit Vorschlägen für eine nachhaltige Strukturentwicklung in den betroffenen Regionen verbinden. Seit Anfang dieses Jahres liegt der Abschlussbericht nun vor und spätestens 2038 soll in Deutschland keine Kohle mehr verstromt werden, nach Möglichkeit schon 2035 und bis 2022 sollen im Vergleich zu heute rund 30% weniger Kohlekraftwerke am Netz sein. Das ist eine enorme Kraftanstrengung für den Industriestandort Deutschland, weil wir ja bis 2022 auch aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen. Diese schrittweise Beendigung der Kohleverstromung ist aber ein ganz entscheidender Beitrag zur CO2-Reduktion. Wir haben aber immer auch klar gemacht, dass Kohleausstieg und Strukturentwicklung Hand in Hand gehen müssen. Wir brauchen beides. Das sind wir den Menschen schuldig, den Regionen und auch der Wirtschaft. Und dafür steht der Begriff Just Transition. Wir füllen ihn hier mit Leben. Eine ganz zentrale Entscheidung in diesem Zusammenhang war die Einrichtung eines Klimakabinetts innerhalb der Bundesregierung, in dem sich die verantwortlichen Ministerinnen und Minister abstimmen. Noch in diesem Monat werden wir im Klimakabinett die Vorschläge der einzelnen Ressorts diskutieren. Das Klimakabinett wird die notwendige Regierungsentscheidung vorbereiten, die wir noch in diesem Jahr treffen wollen. Und dazu zählt auch das von mir vorgelegte Klimaschutzgesetz. Eine andere Maßnahme wird die CO2-Bepreisung sein. Das ist ein Thema, bei dem Deutschland und Frankreich eine enge Abstimmung vereinbart haben. Es ist in meinen Augen kein Zufall, dass auf der ganzen Welt gerade die Forderung lauter wird, CO2 in allen Sektoren mit einem Preis zu versehen. Und unser Ziel ist ausdrücklich nicht, dass der Staat am CO2-Preis verdienen soll. Es geht ausschließlich darum, mit diesem marktwirtschaftlichen Instrument den CO2-Ausstoß zu verteuern und das Vermeiden von Emissionen dann auch wirklich zu belohnen. Mit dem europäischen Emissionshandel gibt es bereits einen Preis für CO2, der weite Teile der Industrie und den Energiesektor umfasst. Neu ist allerdings, dass Kohlendioxid in allen Sektoren, vor allem im Gebäude- und Verkehrssektor in Deutschland, einen Preis bekommen soll. Ein Beispiel, wo es eine solche Bepreisung bereits gibt, ist die Schweiz. Dort nennen sie es Lenkungsabgabe. Und damit wird deutlich, dass es nicht primär um ein Verbot geht, sondern
um eine Einladung auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen, zum Beispiel von einem Benziner auf Diesel oder ein Elektromobil. Und dabei sollte der Strom natürlich aus erneuerbaren Quellen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, dass mich die Dynamik dieser Debatte in Deutschland wirklich positiv überrascht hat. Und diese Dynamik, die wollen und die müssen wir jetzt auch nutzen. Klar ist aber auch, dass ein CO2-Preis weder die Gesetzgebung noch klare Minderungsziele für alle Sektoren ersetzen kann. Um den Klimawandel zu stoppen, werden wir auf keine sinnvolle Maßnahme verzichten können. Ich wünsche mir auch eine verstärkte internationale Kooperation, denn es ist sicher nicht optimal, die Frage der CO2-Bepreisung allein national zu klären. Eine internationale Kooperation, die auch auf gleiche Wettbewerbsbedingungen hinwirkt, schafft die Grundlage für eine innovationsfreudigere Wirtschaft. Schon heute setzt sich Deutschland im Rahmen verschiedener Gremien dafür ein, dass CO2-Preissysteme eingeführt werden und die Systeme sich international annähern. Mehr internationale Kooperation kann auch zu mehr Akzeptanz beitragen. Um die breite Zustimmung unserer Bevölkerung sollten wir uns alle sehr intensiv kümmern. Zum Beispiel muss ein CO2-Preis nicht nur praktikabel, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger verständlich sein. Das Bundesumweltministerium prüft zurzeit verschiedene Modelle. Ich halte es für elementar wichtig, dass negative Auswirkungen auf untere, mittlere Einkommen vermieden werden, genauso wie ungerechte Belastungen von Pendlerinnen und Pendlern sowie Mieterinnen und Mietern. Gerade diese Gruppen haben oft gar keine Möglichkeiten, einen Preisanstieg durch eigenes Verhalten auszuweichen. Und darum muss eine Rückverteilung unmittelbar erfolgen und kann nicht erst über nachgelagerte, flankierende Maßnahmen sichergestellt werden. Unser Klimakabinett in Deutschland wird diese Anforderungen an einen CO2-Bepreis intensiv diskutieren und eine breit getragene Lösung finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 10 Jahre Petersberger Klimadialog sind nicht nur einfach eine schöne Konferenztradition. Hier haben wir die Möglichkeit, vorauszudenken und den Boden zu bereiten für die notwendigen großen Umsetzungsschritte im weltweiten Klimaschutz. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen in den kommenden 2 Tagen daran zu arbeiten, das Versprechen von Paris weiter einzulösen. Dabei werden wir sicher auch über die Themen sprechen, die ich Ihnen gerade aus der deutschen und der europäischen Diskussion vorgestellt habe. Bevor wir aber in die erste Diskussionsrunde einsteigen, möchte ich meiner Co-Vorsitzenden, möchte ich der Ministerin Carolina Schmidt das Wort geben und danke schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Carolina. Danke. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin Schulze. Minister, Ministerinnen, Delegierte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe die große Ehre, diese Grußworte hier zu sprechen beim 10. Petersberger Klimadialog, ein sehr wichtiges Treffen, ein Treffen, das durch Deutschland und Argentinien einberufen wurde. Ich möchte gerne zunächst einmal mich bedanken bei allen Regierungen, vor allem bei der deutschen Regierung, die es geschafft hat, eine Grundlage zu schaffen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Der Petersberger Klimadialog ist im Jahre 2010 entstanden als Vorbereitung für die COP16. Ein notwendiges Treffen. Dieses Treffen hat es sich zum Ziel gehabt, das Verständnis zwischen den Regierungen zu fördern, auch verschiedene Möglichkeiten zu fördern, die unterschiedlichen Realitäten und Visionen der Nationen zu berücksichtigen. Heute feiern wir das 10-jährige Bestehen des Petersberger Klimadialogs. Das sind 10 Jahre gewesen, in denen wir zum Konsens gekommen sind. Ein Konsens, das einst unmöglich erschien und ein Konsens, das uns zu Vereinbarungen geführt hat, wie zum Beispiel die in Paris. 2019 hat Chile die Präsidentschaft der COP übernommen, in einem sehr wichtigen Moment. Der Bericht des Weltklimarates IPCC und
das starke Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger fördern uns, größere Schritte zu machen, schnellere Maßnahmen einzuführen, damit wir eine nachhaltige Entwicklung garantieren können. Wir haben eine Herausforderung. Es geht nicht nur um Handeln, es geht um Aktion, es geht um Ambition. Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der gesamten Welt fordern eben diesen Wandel. Bei der COP25 brauchen wir klare Vereinbarungen, wie wir diesen Ehrgeiz umsetzen können. Dafür brauchen wir folgende Themen hier bei diesem Klimadialog. Wie können wir die Ambition auf Weltebene fördern? Zweitens, wie können wir weitere Länder dazu verpflichten, die CO2-Emissionen zu reduzieren und diese als NDCs zu verfassen? Drittens, wie können wir nichtstaatliche Akteure mit einbeziehen, Städte, Staaten, die Wirtschaft, mit klaren Verpflichtungen auch auf der Konferenz der Vereinten Nationen im nächsten September. Viertens, wie wir eine Anpassung an den Klimawandel erneuern können. Das ist sehr wichtig für alle Länder, denn der Klimawandel ist da. Diesen müssen wir bekämpfen, sowohl Industrieländer als auch Entwicklungsländer. Und fünftens, wie können wir die Implementierung fördern mit einer weiteren Finanzierung, mit mehr Kapazitäten und mit dem Technologietransfer. Unser Ziel besteht darin, einen Wandel im Konsum und in der Produktion herbeizuführen, so dass wir bis zum Jahre 2050 CO2-neutral sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Welt ist heute anders. Ein Symbol dafür sehen wir heute bei diesem Petersberger Klimadialog, in dem zum ersten Mal in der Geschichte zwei Frauen den Vorsitz inne haben. Das freut mich sehr, dass wir hier ein wichtiges Signal der Führerschaft versenden, um daran zu erinnern, dass der Klimawandel auch Frauen stärker betrifft. Und deswegen ist es wichtig, auch hier eine Genderpolitik in die Klimapolitik einzuführen. Die Studien belegen, dass Frauen nicht nur die meist Betroffenen sind durch Klimakatastrophen, sondern auch diejenigen, die gepflegter mit dem Klima umgehen. Denn die Welt unterscheidet nicht zwischen Grenzen oder Nationen. Es ist die Verpflichtung von uns allen, unsere Heimat zu pflegen. Das ist die Herausforderung, die uns bewegt. Denn heute ist Zeit zu handeln. Wir erwarten Sie alle in Santiago für die COP25, The Blue COP, im Dezember. Weil heute ist Time for Action. Vielen Dank.